bisschen unangenehm jetzt gerade. Wenn der Kevin mal einen Ball verliert, da hältst du gerne drauf. Muss man das ja auch mal. Endlich geschafft. Mit 9. Mach Feierabend. Ich kann nicht mehr. Langsam komme ich rein und dann läuft das auch wie geschnitten Brot. Ich lobe die Nearest to the Pin Challenge aus. 5 Euro im Pott. Wer zuletzt lacht, sage ich dann nur. Und wir haben erst begonnen. Servus Leute. We are back und zwar jetzt in Mallorca. Ihr wisst, wir sind hier, wir spielen neue Golfplätze und ich habe mir diese neuen Golfplätze auf einer neuen Internetseite angeguckt und zwar greenfee365.com. Da kann man nämlich ganz viele Plätze hier sehen und da kann man überall das Greenfee darüber schon buchen und das war jetzt halt geil, damit wir neue Plätze aussuchen können. Insofern, wir sind jetzt heute hier bei Golf Son Muntaner, eine European Tour Destination. Das ist unser erster Platz. Und nächste, Alter, Product Placement. Brutal. Tomorrow Golf. Das sind Golfbälle, die nachhaltig produziert sind. Also dieser Kern, dieser Gummikern ist recycelt worden und so weiter. Das finde ich jetzt mal an sich eine gute Idee. Insofern, die haben das mir zugeschickt. Mit denen zocken wir jetzt mal hier auf der Runde. Da sind auch noch so hier, das sieht so aus. Da sind auch noch Bambus-Tees dabei. Das probieren wir mal aus, die Bälle. Die sind nämlich, sehen auf jeden Fall ganz gut aus. Und zocken mal mit diesen nachhaltigen Bällen. Was gut ist, weil wir werden ja den einen oder anderen auch in den einen oder anderen mal, ob man sie zurückbringt. Teich versenken. Insofern macht das noch. Die 30 sind dann nach den ersten zwei Löchern die, weg. Die sind dann weg. Okay, lange Einleitung. Wir legen auf los. Auf geht's. Erfahren. Alter, ist das dein neuer Driver, den du da kriegst gerade? Callaway Rogue, ne? Wurde mir ja geschenkt. Hast du auch Product Placement? Ja. Okay. Alter. Alle liegen hier gut beisammen und mein Geburtstagsgeschenk. Ich habe nämlich heute Geburtstag, ein Rangefinder. Jetzt kann ich die Fahne auf den Meter genau anziehen. Ich nehme das mal. Lasert sich ein. Ich laser mir das mal. Bis zur Fahne 138, sagt man hier. Der Draht weg. Bunkergefahr. Alter, kurz davor. Probe. Ich will nochmal einen Tomorrow Golf Ball nehmen. Aber wenn er im Wasser ist, ist er recycelbar, ne? Ist recycelbar und es ist natürlich gute Werbung, je mehr Bälle wir brauchen von denen. Was machen die von Lake Balls leben, wenn jetzt alles sich auflöst im Wasser? Ja, richtig. Es löst sich nicht auf, aber es ist recycelbar. Schön. Schön. Wow. Oh ja. Passt, oder? Lese ich schlecht und zu ängstlich. Ich muss die Grüns irgendwie noch ein bisschen checken. Bogi! Ist mir unangenehm jetzt gerade. Es läuft doch nicht so bei dir. Nee, aber wie war das? Die ersten 9? Du, Einspielrunde ist okay. Ja. Warm werden. Dann musst du da sein. Wir kommen. Es ist natürlich auch, es hat hier 40 Grad, ne, in der Sonne, das muss man vielleicht dazu sagen. Es ist scheiße heiß. Aber das, wie gesagt, wir machen jetzt die Qualifikationsrunde und leveln das dann quasi aus und am Ende haben dann die Leute einen vor. Also eigentlich machst du es genau richtig. Du machst es genau richtig. Wer zuletzt lacht, sage ich dann nur. Und wir haben erst begonnen. Oh nein. Links raus. Wenn der Kevin mal einen Ball verliert. Da hältst du gerne drauf. Muss man das ja auch mal. Links ist Bunker, rechts ist Wasser. Also da jetzt die 5 ist schon ein risky Schlag. Ja. Geiler Ball. Ja, allerdings. Very nice. Richtig gut, Kevin. Dieser Typ ohne Rangefinder. Ja, da hätte ich eigentlich anvisieren müssen, die Fahne, wie weit. Da ist er drin. Two Putts aus der Distanz ist ja okay. Ja,
gerade vorgemacht. Jetzt bin ich nachproduziert. Jetzt bin ich langsam da. Sauber. Sauber. Schön, da kommt unser Shuttle. Nee. In den kleinen fucking Bunker. Nein. Schade. Bodi. Fuck. Oh. Nein. Warte mal, hier kann man jetzt richtig so das Tomorrow-Golf-Logo abfilmen. Warte mal, das bringt meistens oh. Was. Coitus interruptus. Kein Paar. Naja. Scheiße. Mann, du! Oh nein. Länge ist gut. Ich gehe einfach rechts raus. Ich lade rechts raus, liegt bei mir irgendwo. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus mit Ansagen. Oh nein! Ansage. Ja, bitte, bitte. Gibt's das denn? Junge! 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 Oh. Also ich hab ja eigentlich nicht so viel zu lachen, aber. Yes. Endlich geschafft! Mit neun. Mach Feierabend. Ich kann nicht mehr. Komm, Bodo! Mach den Bogey. Alter, wie schießt du drauf? Ich wollte einfach einen Stock hin. Ja. Das war genau die Intention, dieser Dreck. Mach nochmal einen Stock. Nee. Nein. Ihr müsst euch das nicht bei mir abgucken. Das ist nicht so gut. Junge! So ein Teil! Der liegt natürlich grande. Liegt natürlich an diesem geilen Golfball. Ja, war mal gut. Ein bisschen nach rechts, aber so langsam komme ich rein. Ja. Und dann läuft das auch wie geschnitten Brot. Hm. Ja, jawohl. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay. Pa. Stark. Komm, Alter. Oh, guck mal hier. Guck mal. Es geht auf jeden Fall runter. Alter, sowas von Nearest to the Pin Challenge. Ich lobe die Nearest to the Pin Challenge aus. 5 Euro im Pot. 5 Euro. Pot, Nearest to the nearest Pin. To the Pin. Die Fahne ist ganz vorne gesteckt. Ja. Wird sauschwer. Ja. Weil wir müssen ja aufs Grün kommen. Das ist ja die Regel. Sonst zählt das ja nicht. Richtig. Ja, mach mal. 5 Euro im Pot. Also, Fischer, du, das machst du. Jawoll. Du lasst es. Ich zahle euch allen. Und nie wieder Part 3 Challenge! Alter. Junge! Oh nein, aber grün. Ja, aber du musst ja, ich hab nur geslidet. Völlig dünn, aber ich habe am Pin 5 Euro. Es ist ja 15 Euro verdient. Geil! Was lese ich da? Was spiele ich da? So ein Kackball! Wollte ich schon rausnehmen. Ja, ich habe den Schritt nach vorne gesehen. Oh, wie nix. Alter, hör mir auf, ey. Thank you.
Mhm. Ja, Bolz geht gerade. Ja, Glück, ja. Was hier gestimmt hat bei dem Schlag nicht. Und Scheißschlag. Einfach ein Scheißschlag, davor mache ich alles richtig und jetzt nicht. Nicht gemacht. Frei. Ich dachte, der hat mehr frei gehabt. Okay. Was sagst du zu den ersten neun? Golfplatz-Check, KW, Golf. Golfplatz-Check, ja, Golfplatz-Check, geil auf jeden Fall. Oh! Fischer, hast du einen Witz parat? Ja. Track oder Track. Aber mehr ist es auch nicht gerade, das ist ja unfassbar. Aber so läuft das einfach bei uns. Wenn einer mal nicht da ist, ist der andere da. Genau. Es ist wirklich füreinander da. Füreinander da. Da freust du dich dann, ja. Schadenfreude ist die schönste Freude.